Auf dem Satellitenfilm erkennt man über Europa eine umfangreiche Wolkenspirale, die sich von Schottland über Südskandinavien zur Ostsee erstreckt und weiter über Deutschland zur Biskaya verläuft. Sie zog allmählich ostwärts. Das Dunkel blendet. Ein Ernstfall. Komm sofort her, ein Ernstfall. Ich stehe in einem Wald. Ich horche. Etwas berührt mich, ein abgeschiedener Ton. Die Wolkenspirale gehört zu den Fronten eines Tiefs über den britischen Inseln. Diese Fronten verlagern sich bis morgen nach Osteuropa. Auf ihrer Rückseite fließt in breitem Strom Meereskaltluft nach Deutschland. Wie ernsten Faller, Feller dürrer Blätter, wie von der Stirne aus dem Schlund und Augen, den Tränenden auf Karten aller Wetter, wie ernsten Falter alter Blätter schauen, wie fielen uns sie hin und wir längst ihnen, die sangen uns und wir doch ihnen Lieder, die liederlicher wären, als sie schienen, zunächst im Vers erweichte, doch recht bieder. Die Vorhersage für morgen. Wechselnd, vielfach stark bewölkt und wiederholt Schauer, zum Teil mit Graupeln, oberhalb 800 Meter als Schnee. Tiefsttemperatur 5 bis 1 Grad. Tageshöchstwerte zwischen 6 und 10 Grad. Mäßiger, in Schauernähe stark auffrischender Wind, im Norden aus südöstlichen, sonst aus südwestlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten: am Freitag im Norden noch Schauer, im übrigen Bereich sich auflockernde Bewölkung und niederschlagsfrei, wenig Temperaturänderung. Ein Ernstfall jetzt in letzter Nebelnacht. Verzicht an Tagen ihrer schwindend Tage, was sie als Brut in uns hineingemacht. Das speien wir aus als Kot der Dünnschissworte. Wir scheißen dahin in und auf die Klage und öffnen damit eure Hinterpforte.